Der amerikanische Künstler Fred Sandback gehört zu den radikalen, herausragenden Vertretern seiner Generation. Er ist radikal, denn er beschäftigte sich mit etwas ganz Elementarem, der Erfahrung des Raums. Und die Mittel, die er dafür entwickelte, sind scheinbar ganz einfach. Linien werden im Raum gezogen, daraus entstehen Skulpturen, die kein Innen und kein Außen haben, keinen Körper bilden, sondern die den Raum erlebbar machen. Für die Künstler, die in den 60er Jahren Skulpturen konzipierten, war die Zeichnung nicht ein Studieninstrument oder eine Vorbereitung. Sie suchten vielmehr in der Zeichnung die Möglichkeit, etwas Analoges zur Skulptur zu machen, die Skulptur auf eine andere Weise zu erfassen oder die Erinnerung daran festzuhalten. Und so auch Sandback. Er erprobte Möglichkeiten, in einem Raum eine Skulptur aufzustellen, Skulpturen zu planen für einen Raum, ohne dass diese Skulpturen in dieser Form je gebaut worden wären. So bekommt die Zeichnung etwas ganz Autonomes. Der Zeichenraum ist eigentlich der Raum, der ihn interessiert, wenn er zeichnet. Und eine Linie, die wir im Raum gesehen haben, ist eine ganz andere Linie, wenn sie hier auf dem Blatt ausgeführt wird. In den 1980er Jahren findet Sandback neue Zeichenmittel, das Pastell beispielsweise, um uns etwas ganz Bestimmtes zu zeigen, nämlich nicht Skulpturen in Räumen, sondern den Raum an sich. Der Raum ist artikuliert, gegliedert durch den Einfall von Licht und Schatten. Und so zeigt Sandback eigentlich den Raum, wie er für sich erlebt werden kann, so wie wir ihn eigentlich überall erleben können, aber wir müssen dafür sensibilisiert werden durch seine Arbeit. Dass Sandback eben immer etwas erfindet im Zeichnen, unterscheidet ihn auch von den Projektzeichnungen des Minimalismus der 1960er Jahre. Er gehört zu einer Generation, die darauf aufbaut, aber auch darauf antwortet und etwas Neues in die Skulptur einbringt.